Wir haben vor 3 Jahren die Idee gehabt, eine Erweiterung unseres Aquaparks vorzunehmen. Und wir haben dann vor 1,5 Jahren die Umkleideräumlichkeiten so erweitert, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, dementsprechende Vorsorge zu treffen. Und gehen jetzt den Weg, dass wir diese Rutsche haben bauen können, innerhalb von relativ kurzer Zeit. Von der Planung bis zur Umsetzung hat es 1,5 Jahr gedauert. Kostet ungefähr 1,6 Millionen Euro. Und wir glauben, was wir so gerade auch gesehen haben, die Kinder und aber auch Erwachsene haben richtig Fun damit. Ja, also die vielen überraschenden Kurven, dann auch die verschiedenen Soundeffekte, das Steigerlied lief einfach plötzlich. Das war wirklich überraschend und einfach cool. Es ist vor allem echt gut, dass man halt zu dritt nebeneinander gleichzeitig rutschen kann, heißt man kann sich so Rennen liefern und so. Die Kurven sind ganz cool, also wenn man nicht aufpasst, dann fliegt man da wirklich raus. Ja, vor allem die Bergbau-Thematisierung ist einmalig und sieht wirklich super gut aus. Ja, wir haben einen Wettbewerb vorgenommen, wie soll diese Rutsche heißen? Und mehrere haben dann gesagt, nennt sie doch Knappenrutsche. Logischerweise an unser Ruhrgebiet und unserem Bergbau orientiert. Die als erstes den Namen dann genannt hatten, haben jetzt auch den ersten Preis gewonnen. Ja, und es passt, glaube ich, hundertprozentig zu diesem Bergbauerlebnisbad. Man muss immer sehen, mit Schulen, mit Vereinen und den öffentlichen Besuchern gehen hier fast immer jedes Jahr 400.000 Besucherinnen und Besucher her und das ist schon sehr beeindruckend.